Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem kleinen Herzensprojekt, und zwar Life is Strange, True Colors, liebe Leute. Wir gehen rein in die Action, beziehungsweise in die Story, weil ich freue mich auf das Spiel. Ich habe auch die Vorgänge gespielt, das ist ja auch, manche haben es auch sehr gemocht. Aber da habe ich gestreamt, aber jetzt machen wir es in Let's Play. Soweit. Ja, wir haben eine deutsche Synchronisationsstimme. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe in der Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ja. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Das ist nett. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Oh yeah. Ach, hey, endlich mal so ein... Ich fühle mich wohl in meinen Emotionen. Let's play. Ich freue mich schon sehr, sehr. Eigentlich war es nicht geplant, aber ich brauche gerade so ein Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal hat man sowas, ne? Da braucht man so etwas ruhigere Games. Kapitel 1, Seite A. Um wieder klar zu kommen. Here we go. Oh shit, sieht das schön aus. Hello. Ja. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Wir können nichts machen, außer uns hier umgucken. Ah, okay, dann so kann man direkt so einen Wechsel machen. Sind also keine Lags, die ihr habt. Wegen die Kamera. Haben wir doch. Hier ein Häuschen haben, oder, Leute? Obwohl das mit dem Wasser wäre abends eine Qual, glaube ich. Aber vielleicht gewöhnt man sich dran an das Wassergeräusch. Vielleicht kann man das zum Einschlafen nehmen, anstatt, wie die meisten es, glaube ich, tun, den Fernseher zu nehmen. Falls ihr das nicht macht, schreibt es gerne in den Kommentaren, wie ihr am besten einschlaft. Hat zwar 0 Grad mit der Situation zu tun, aber ich träume mich in das Game hinein. Darf ja auch mal sein. Oh, nice. Das sieht schön aus. Die Musik ist auch nice. Oh, nice. With every small disaster, I'll let the water steer. Take me away to some place real. Es war nicht meine Musik, aber es passt super zum Szenario. Und die schöne Stimme hat es auch. Bitteschön. So kann man neu anfangen. Where
ziemlich viele. Sind das Rehe oder Elche? Elchkuh? Rehe? Nee, Rehe, was heißt das? Komm ich auf Elche. Alex! Oh! Bro ist am Chisel. Oh Mann. Er ist es wirklich. Ich spiele das Spiel so aus meinem eigenen Bauch hinaus. Man hat ja Entscheidungen, die man treffen kann. Werden vielleicht die meisten nicht was mögen, aber... Was ist die aber... angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ein Handschlag aufgrund vielleicht ihrer Zurückhaltigkeit könnte man machen, aber ich nehme lieber das herzliche, einmalige Umarmen. Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, er gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Nice. Gute Entscheidung getroffen, wa? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Oh, da haben wir die ersten Gedanken, Emotionen, die wir deuten können. Gedanken. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, hä? Huh? Ja, das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Wir sind nervös. Ja. Ich bin nur etwas aufgeregt. Und das zu Recht. Dieses Treffen wird aufgezeichnet. Oh. Cool. Okay. Die Black Lantern ist die Straße runter. Nice. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Yes, mega. Sir. Wie war die Fahrt? Beste Leben, über einer Bar du zu wohnen. Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Oh. Ich freue mich, hier zu sein. Gaby, Haby. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Habe ich gemerkt. Willkommen in Haven. Danke, Ju. Ah, sieht das schön aus. Bitte. Der Silver Dragon, ui. Brown Bear Diner. Nice. Echt hübsch. Let's the flowers, okay. Ist das der erste Leave offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Ich glaube, mit Ehrlichkeit kommt man am weitesten. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also,
Ja, nehmen wir das, was sie haben müssen. Frage erstmal, was er getan hat. Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Okay. Dann die Sonnenblumen. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Das ist eigentlich das Einfachste, oder? Sie mag Sonnenblumen. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde. Naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Machen wir das. Statue. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Tinkerbell. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Okay. Der Gartenzweig sieht cool aus. Grußkarten. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Ja, die sind auch schwer zu kriegen. Die sind immer vergeben. Wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Sonnenbrille? Ach, der hat eine Sonnenbrille. Ja. Mach aus den coolen Zwerg hier. Sieht's cool, Mann. Perfekt. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Ja, oh Gott, bitte hört auf. Mit dem Spaten. Zu hart? Zu hart. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Oh, was ist das? Wenn man L2 drückt. Ah, Trigger ist am Schädel. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Oh, wir können mit Riley nicht sprechen, okay. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Okay, denke ich auch. Gucken wir mal hinten auf was. Ja. Mit ihr da rumschwatzen. Können wir auch nicht, wir können nur mit ihr reden. Foto. Ein Stuhl. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Sieht sehr gebraucht aus. Sollen wir selber gehen und dann gehen wir, oder? Kann los. Ja. Danke. Wir sehen uns, Riley. Yeah. Sie hat richtig Bock. Sie hat richtig Bock, ehrlich zu sein. Oh, wer ist denn das? Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Geschmückt. Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Ja. Pass bloß gut auf, es wird windig. Ich pass schon auf. Hi, Typ. Wer auch immer du bist. So, hier ist es. Silver Dragon. Warum ist das so ein CBD-Öl? Orange Whitey, Stativa, Electric, Goldfish, okay. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem.
Tief durchatmen, Mut fassen und rein ins Geschehen. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Okay. Ich bin Alex. Was liest du da? Neunte Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Das könnte sein. Verschwinden ist meine Art Kraft, ja. Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Cool. Den würde ich gern sehen. Er gibt ihn uns. Holy shit. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Zack, ist er verschwunden. Gehst in der Hand. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Nein, ist okay. Versprich mir, vorsichtig zu sein. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Mach mal aber. Das tun wir aber trotzdem. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Plattenladen? Walking Mountain Record Traders. Okay, Ladezeiten, was ist da los? Hallo, PS5, Ladezeiten? Ich hab gedacht, die gibt's nicht mehr. Oh, wow. Holy shit. Holy shit, sieht das geil aus. Ja, das erste Holy shit war für die Musik. Übrigens. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nice. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Okay. Niemals. Crazy. Hello. Oh. Unicorn Sandwich Zombie Parade, ganz klar. Ich mag schon Einhörner. Bah, pfui. Ich finde ihre Statur sehr nice gemacht. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. So einem Mädchen. Oh, nice, gute Wahl. Also ich meine, die Hauptdarsteller. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. G-
Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Cool bisher. Ja. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... Cringe. Anders oder? Nee, nerdig. Das nerdigste Ding, was ich je gesehen habe. Und ich meine, ich besitze 2 Schoolhouse-Rock-Alben. Ich würde ja gerne lügen und sagen, dass ich die für die Arbeit brauche, aber... Nee, ich stehe einfach drauf. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Okay. Hilfst du mir suchen? Sicher. Ah, klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Hier. Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Die 9. Wächterin. Heldin. Okay, mein Blog. Ich habe übrigens die Nachbarschaft auf meinen Blog eingeladen. Siehst du dir an, wenn du Zeit hast. Mein Blog. Ach du Scheiße. Wir haben hier richtig Social Media am Start. Okay. Ja, wie im Wahlleben halt. Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Mit R2 kann man schneller gehen. Das schreit nach Kleinstadt. Zeit für den Frühjahrsputz, genau. Anhöre. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht. Da ist doch gar keine Platte drauf. Anscheinend doch, die ist nur unsichtbar. Gut, das ist aber jetzt nicht unsere Ambition, uns hier stundenlang Musik anzuhören. Wir machen mal weiter. Man kann man auch machen, ist bestimmt auch sehr interessant. Aber für ein Let's Play, glaube ich, nicht so angebracht. Denke ich mal so. Ich weiß es nicht. Ne? Wer weiß. Ich verspüre hier Indie... Okay, echt obskure Indie-Vibes. WTF A51, und alles so klar. Bunt. Welp, okay. Oh, eine Katze. Hallo. Moment. Oh, ist das ja, die das passt ja. Magst Ganz du gehen? Ganz ruhig, ich will nur kurz... Oh! Okay, alles gut. Holy moly. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Dann ist ein Katzenab. Valkyrie, abgefahrener Name Valkyrie für eine Katze. Okay.
Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ja, ist das nicht genau ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Vielleicht hier drin? Vielleicht in der Box. Was wäre, wenn ihr nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn. Scheiße. Schrottkiste? Vielleicht ist es in dem Karton. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Toll, gut. Nach dem zweiten Versuch haben wir es. Halt die Ohren so, steif. Mein liebes Falls Kätzchen. Ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Valkyrie, können wir Freunde werden? Ha. Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow! Ja, das wow. War's mit der Maus. Gute Idee. Die wird erstmal gefressen. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Das stimmt, hast du gut gemacht. Okay. Telefon? Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Versuch's nur. Kann bestätigen, Alex ist super. Ich kann nicht bestätigen, wie sie so super geworden ist und du so du. Ah. Ah, okay, damit also du das bist. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Na, dann war krass, er war krass. Ehrlich gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht, was ich damals echt mega fand. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann, das ist wirklich ziemlich cool. Okay, das sind dann genau 20. Oh, da ist jemand sauer. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Oh, die Arme. Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Holy shit. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh. Aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon Schade. Auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Boah. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke.
Ist okay. Ja, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir reden über Vögel. Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Und übers Vögeln? Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder? Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Ja, genau. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und... Telefon? Hi Steffi, tut mir leid, dass ich früh rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Lantern richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Chelsea, so, wie wir kennengelernt haben. Ich auch. Dr. Lynn. Kann ich kurz vorbeikommen, ja? Viel Glück in einem neuen Kapitel. Ich weiß, dass du weißt, alles klar. Dieser Anrufer wurde geblockt. Du erhältst von dieser Nummer keine Nachrichten mehr. Sie hat ihn einfach geblockt. Krass. Und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Oh, holy moly, das war aber ein anderes Grinsen. Buh, Ladezeiten, PS5, buh. Nein, Spaß, oder? Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Das nehmen wir noch mit, das Gespräch. Was geht, Monsterjäger Thanor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Dad Plus? Okay. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Ja. Oder soll ich ihn verpetzen? Wir sind keine Petze. Entscheidung bestätigen. Was ist los? Ja, du... bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass... naja. Du datest seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Okay. Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay, so sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen... So, liebe Leute, wir haben schon 35 Minuten. Hier müssen wir leider den Cut machen.
Ja, ich hoffe, das Game gefällt euch. Mir gefällt sehr. Es ist sehr witzig, auch ein bisschen emotional, aber auch sehr interessant und aufregend. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wenn ihr möchtet, supportet das Ganze. Das würde mich freuen. Bis zur nächsten Woche. G. Voll G. Genau. Ciao, ciao.